Ah. Verstehe. Können wir uns so umsehen? You always know working Joe. Someone new. Ist es jetzt klug, hier lang zu gehen oder da lang, ist die Frage. Ich gehe mal hier unten zuerst lang. Ich denke, wir kommen dann hier sowieso nicht weiter, oder? Doch, da kann man weiter kriechen. Und da geht's auch nach oben. Ich will erst mal hier mich umschauen. Eieieiei. Jetzt kracht hier wieder halb alles zusammen. Unsere Gesundheit ist auch schon ein bisschen niedrig. Das ist nicht schön. Suche. Was haben wir hier drin im Koffer? Bindemittel 1. Okay. Und Ethanol. Kann man ja auch brauchen. Okay, hier ist Sackgasse. Die Gepäckstation ist vollkommen dicht. Kommen wir nicht weiter. Also doch hier vor. War schon richtig, dass wir zuerst hier lang gegangen sind. Und rennen kann man hier nicht, ne? Nee. Macht mir nicht den Anschein. Nein! Unsere Leuchtfackel ist ausgegangen eben. Verdammt, jetzt haben wir nicht mal mehr eine Leuchtfackel. Ach. Müssen wir eben drauf hoffen, dass hier überall das Licht brennt. Oh, da liegt wieder was. Was ist das? Komponente B. 1 einsammeln. Oh, halt mit A einsammeln. Ich habe hier doch gerade was kraxeln gehört. Ich will da nicht hoch. Na, müssen wir. Eieiei. So, wo sind wir hier? Komponente B1 einsammeln. Okay. Hinter uns kann schon mal nichts kommen. Hier ist ein Radio. Dann machen wir aus. Den Mist funktioniert eh nicht. Da haben wir der Schrott 15 Stück. Ich würde eine Speicherstation jetzt sehr willkommen heißen. Hallo? Ist da wer? Hallo? Ist da wer? Zugangscode benötigt. Was ist das eigentlich? Employees only. Meine Fresse. Gibt's hier keine Speicherstation? Was ist das eigentlich? Das ist irgendwie... Hat das was zu sagen? Ist das bloß eine Statue? Ha. Scheint kaputt zu sein. Hier scheint vieles kaputt zu sein. Ah, ich muss mal da hochgehen wahrscheinlich. This life for rest... For was? For rent? This life for rent. Durch Nutzung dieser Terminals wird die Karte mit unerforschten Gebieten aktualisiert. Zum Öffnen der Karte. Karte aktualisieren. Ah. Ah. So. Verstehe. Es ist irgendwie noch dunkler hier, jetzt wo wir das Licht ausgeknipst haben. Nicht sehr erfreulich. Was haben wir denn da? Benutzen? Ach so, mehrmals drücken. Komm schon. Funktioniert nicht. Aller guten Dinge sind drei, sagt man. 20.000 KJVS-Generator. Anmelden. Emergency, guck mal einer an. Jawohl. Ich speichere mal sicherheitshalber. Bing. Ja, freilich, überschreibt doch den Spielstand, dann sind wir alle glücklich. So, jetzt können wir uns bestimmt anmelden hier. Sevastolink. Oh, privat, unsere Sachen umgelagert.
Langley, falls Sie unsere Sachen suchen, ich habe sie woanders hingebracht. Sie haben alles offen liegen gelassen, da hätte sich jeder bedienen können. Wissen Sie, wie schwer es war, überhaupt an das Zeug zu kommen? Ich habe alles in einem der Lagerräume versteckt. Sie sollten es finden können. Der Code ist 0340. Keine Panik, niemand geht mehr runter zum Terminal, nicht nach dem Vorfall. Nach was für einem Vorfall? Wir haben außerdem keine Medizin mehr, das Wasser wird knapp. Holen Sie Nachschub, Sie sind an der Reihe. Vielleicht lernen Sie dann in Zukunft besser aufzupassen. 0340. Auf Wiedersehen von Sexen? Öffentlicher Hinweis, die Stilllegung der Sevastopol. Wir hatten eine lange gemeinsame Reise, aber leider ist sie jetzt zu Ende. Sexen Corporation möchte bei dieser Gelegenheit all jenen danken, die im Laufe der Jahre auf Sevastopol gearbeitet und gelebt haben und hofft, dass Sexen dazu beigetragen hat, die Situation zu einem besseren Ort zu machen. Unser Vertrauen und unsere Investitionen in die Station schwankten nie. Sie können sich darauf verlassen, dass Sexen Apollo Haupt-KI und Hiwi-Androiden Sevastopol dienen werden, bis auch die allerletzte Niete entfernt wurde. Wir wünschen Ihnen also gute für die Zukunft, denn schließlich ist Sevastopol nicht nur eine Station, wir sind Menschen. Sexen Corporation. Ah ja. Audio, den Strom abschalten. Harris, Turner, kommen Sie sofort zurück. Wir haben eine Spur irgendwo im Maschinenraum. Regeln Sie das Terminal ab, schalten Sie den Strom ab und vergessen Sie nicht Ihre Berichte. Die müssen wasserdicht sein, Ihre Berichte müssen wasserdicht sein, wenn all das hier vorbei ist. Waits Ende. Zubehör, Energieknotenpunkt D13, Abflug. Stellen Sie den Strom zum Abflug wieder her. Okay. So 0340 war der Code. Da unten müssen wir wahrscheinlich hin. Code 0340. Kann ich nochmal speichern? Sicher, sicher. So, 0340. Ich glaube, hier funktioniert hier denn überhaupt nichts? Stellen Sie den Strom zum Gitter wieder her. Ja, ich glaube, da müssen wir da runter, oder? Hier funktioniert irgendwie wirklich überhaupt nichts. 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 0340. 0, 3, 4. Finde ich sehr cool, dass man den auch selber eingeben muss. Und nicht, dass alles schon automatisch gemacht wird, nur weil man es gelesen hat. Gibt es ja auch sowas. Was? Subkutane Impfpistole. Eine subkutane Impfpistole. Wo kommen wir denn hier hin? Was ist das? Nix. Das? Nix. Nix. Oh, Leuchtfackel. Jawohl. Ich liebe Leuchtfackeln. Ich hab euch so lieb. 0340. Was gibt's denn jetzt noch? Hier war doch gerade was. Ah, da. Medikit. V1. Ach, wie das gemacht wird wahrscheinlich. Bauplan eingesammelt. Öffnen Sie das Menürad. Sie haben einen Bauplan gefunden. Greifen Sie mit B auf das Baumenü zu und bauen Sie es aus gefundenen Teilen zusammen. Medikit. So, wie baut man das? Drücken zum Bauen. LB. Oh, was ist das denn? So, Sensor brauchen wir. 3 oder was? Subkutane Impfpistole? Hä? Schrott 35? Verstehe ich nicht. Das Medikit ermöglicht es Ihnen, sich in Notsituationen zum Teil selbst zu heilen. Dies ist keine leichte Aktion. Sorgen Sie also dafür, dass Sie genügend Zeit haben. Drücken LB, um zu basteln. Okay. Also wir brauchen 3 Ethanol. Wir brauchen ein Ladungspack. 3 Stück wahrscheinlich. Wir brauchen Sprengkapseln. 3. Nee, oder? Sensor. Ah, hier Sensor. Dann Komponente B. Ach, wir brauchen bloß eine davon. Ich verstehe. Und Bindemittel. Drücken zum Basteln. Gerät gebastelt. Ah, zum Überleben geschaffen. Cool, jetzt haben wir ein Medikit. Ah, und wir sehen schon, wir brauchen
neuen Sensor oder... Nee, das sind... Ach, da unten. Subkutane Impfpistole brauchen wir und Bindemittel. Okay. Okay, ich verstehe. Ah, da haben wir noch eine subkutane Impfpistole. Die habe ich jetzt aber schlecht gesehen. So, haben wir sonst noch was? Haben wir Bindemittel zufällig auch? Rumliegen. Oder gibt es hier nichts mehr? Ich meine, wenn man hier reingeht, müsste man doch ein Ding, ein Medikit komplett basteln können, wenn man jetzt zum Beispiel nicht dahinter gerannt ist, wo wir vorhin waren, oder? Sehe ich das falsch? Nee, hier ist nichts mehr. Das heißt, wir können im Moment kein Medikit mehr basteln, weil uns noch Bindemittel fehlt. Na gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Drück mal die Karte. Stellen Sie den Strom zum Gitter wieder her. Dann müssen wir da oben machen. Hä, aber da waren wir doch vorhin gerade schon. Halten zum Aktivieren das Medikit. Leuchtfackel. MAS, was ist das da oben? Die Zahl zählt hoch. Komisch. Wie lange man im Menü war oder was? Im Baumenü? Ach so, das ist das Teil hier. Das blitzt hier rum. Ich dachte schon, macht hier so merkwürdige Geräusche. Ah, das ist hier. Das ist hier. Und rennen kann man immer noch nicht. Ah, so kann man um Ecken gucken oder was? Wenn ich jetzt hierher gehe. Ah, so kann ich mich an der Ecke stellen. Und dann kann ich so rumschauen. Ah, okay. So, Strom wiederherstellen. Wie funktioniert denn das jetzt? Muss ich dann nochmal das Ding hier bedienen, oder was? Strom wiederherstellen. Auf Terminal zugreifen. Ja, wenn ich wüsste, wie ich den Strom wiederherstelle, dann wäre die Welt in Ordnung, nicht wahr? Strom wiederherstellen. Kann ich nicht einfach das Ding nehmen und umschmeißen, oder was? Strom wiederherstellen, Strom wiederherstellen. Würde ich gern machen. Okay, Moment, vielleicht müssen wir dann nochmal zurück. Ich denke, hier haben wir alles getan, was wir tun können. Wir müssen bestimmt nochmal zurück. Wir haben ja... Genau, da ist ja noch eine Nee, das... Da waren wir doch schon. Hä? Das... Verstehe ich nicht. So, hier geht's ja nach unten. Notfallluftschleuse, da sind wir reingekommen. Passagierbereich, stellen Sie den Strom zum Gitter wieder her. Nachhilfe. Stellen Sie den Strom zum Gitter wieder her. Und wie mache ich das bitte schön? Kann mir das jemand verraten? Ey, Tür, geh auf. Hier, glaube ich, kann ich nichts machen. Ich kann die hier auch nicht reinschieben. Wobei ich eigentlich schon denke, Strom wiederherstellen, dass es was mit den Dingern zu tun hat. Moment mal, hier muss man doch irgendwo den Strom wiederherstellen können. Released. Ne, da können wir auch keinen Strom wiederherstellen. Und da auch nicht. System Control. Na, nirgendwo kann man den Strom wiederherstellen. Wird? Was ist denn hier kaputt? Was ist denn hier kaputt? Hier könnte man auch nirgendwo Strom wiederherstellen, oder? Geht's hier irgendwo runter? Ich sehe es jetzt nicht. Bin ich jetzt blind? Hä? 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 Stellen Sie den Strom zum Gitter wieder her.
Strom wiederherstellen. Wir haben eine Leuchtfackel hier. Ich kann sie ja mal einsetzen. Ich sehe es gerade nicht. Ich glaube, ich bin gerade blind. Ich speichere mal das Spiel. Jawohl, überschreiben wir mal. Und dann setze ich mal die Leuchtpistole ein. Also die Leuchtfackel. Strom wiederherstellen. Ja, wo? Wo denn? Jetzt renne ich hier mit dem Ding rum. Die Tasche bringt uns nichts. Ha, ich hätte vermuten können hier. Erschien hier nicht gerade irgendwie was? Ha. Funktioniert nicht. Gate B. Strom wiederherstellen. Ich glaube, ich bin ein bisschen blind im Moment. Irgendwas übersehe ich hier. Zielen und werfen mit recht RT. Schwupps. Weggeklatscht. Die Scheiße. Wieso funktioniert das nicht? Das ist bestimmt der Strom, oder? Moment, müssen wir hier kriechen oder was? Nee, das funktioniert nicht. Hier können wir bestimmt auch nichts machen. Da waren wir ja auch schon drin. Was ist das denn? Wo kann man hier den Strom wiederherstellen? Ha. Ich nick verstehen. Sehr merkwürdig. Na gut, Leute, aber ich würde sagen, ich wollte nämlich sowieso eine Aufnahmepause machen und wir laden das nächste Mal dann wieder den Spielstand. Da haben wir nämlich die Leuchtfackel noch. Und dann stellen wir mal gemeinsam den Strom wieder her. Schaffen wir dann schon irgendwie. Irgendwo muss es ja weitergehen. Bis dahin würde ich mich erstmal verabschieden. Ich hoffe, euch hat bis jetzt Alien Isolation gefallen. Bis jetzt ist ja noch alles ruhig hier und ich hoffe, dass es auch noch ein bisschen so bleibt. Weil sonst hab ich Schiss. Na gut, also bis dahin und tschö mit Ö. Euer. Ach, hier klingt jetzt was, oder? Auf Terminal zugreifen. Können wir jetzt hier was machen? Auswählen, blättern. Zubehör, nee. Auf Wiedersehen, den Strom abschalten. Moment, da stand ja, wie er den Strom abgeschalten hat, oder? Vielleicht kann man daraus auch lesen, wie man den anschalten kann. Harris, Dinner, kommen Sie sofort. Wir haben eine Spur irgendwo im Maschinenraum. Regeln Sie das Terminal. Abschalten Sie den Strom ab und vergessen Sie nicht die Ab. Nee. Da stand nichts von abschalten und anschalten und bla bla. Na gut. Dann also bis zum nächsten Mal. Euer Kelle. Tschö. Achso, schreibt mal, ob ihr mit Facecam wollt oder nicht. Aber ich glaube, das habt ihr dann schon vielleicht in der letzten Folge gemacht oder so. Naja, egal. Wer weiß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.